Und hi. Und ich habe mir jetzt gedacht, Moment, ich muss die Kamera nochmal einstellen. Mein Handy. Und ich habe so gesehen unter meinem Video, How to Draw a Manga, dass zwei Mädels geschrieben haben, oder drei, werde ich euch gleich zeigen. Sie haben geschrieben, die eine hat geschrieben, dass sie das Buch gekauft hat, und die andere, dass sie mehr Zeichen, also ich soll mehr Zeichenvideos machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Augen zeichnen kann ich, Gesicht zeigen, so Profile zeichnen kann ich am besten. Und dann habe ich gedacht, ja, dann zeige ich euch oder ich zeige ihr, dir ein Video, wie ich das mache, so konkret in groß. Und ja, ich höre mich auch ein bisschen komisch an, weil ich krank bin, aber es geht schon. Ihr müsst es euch anhören, aber geht schon. Ja, ich überlege gerade so, wie ich anfange, weil dieses Video ist echt spontan, einfach so. Ich habe nichts geplant, aber egal, ich versuche es einfach. Okay, ich zeichne. Also in dem anderen Video habe ich, glaube ich, mit Lineal gezeichnet, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und diesmal mache ich ohne Lineal. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr. Ich bin seit einer Woche krank und musste für die Schule lernen, deswegen kommen die Videos bei mir auch nicht so oft. Deswegen sieht das irgendwie schief aus. Nee. Also so zeichne ich meistens meine Köpfe. Mein Profil. Moment. Und ich finde es immer süß von den Mädels, die erst anfangen. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu zeichnen und dass die noch mehr Zeichnungen haben wollen, weil sie es ja selbst lernen möchten. Finde ich ja immer noch so süß, dass es immer noch viele Mangas-Fan gibt. Naja. Und ich bin ja schon älter geworden. Ich bin nicht die von damals. Nana Haruta, das ist eine Mangaka. Ich zeichne meistens auch ihr nach. Also sie macht immer so Augen. Meistens. Hoffentlich stimmt das mit der. Weil manchmal. manchmal. Kann ich auch nicht so genau auf Millimeter zeichnen. Voll kacke. Und deswegen, ich versuche es mal immer. Deswegen benutze ich auch öfters Lineal. Weil dann ist es immer so schief. Oder das eine Auge ist irgendwie länger als das andere. Ist irgendwie so komisch. Wie ihr wisst, Frauen haben immer große Augen. Naja, Männer auch. In echt. Aber jetzt so in Manga. Seht ihr hier? Das ist das, was ich meine. Oh, könnt ihr schon wieder ausrasten? Ich muss echt sagen, ich habe das Manga-Zeichen echt verlernt. Ist irgendwie voll schade.
Aber ich finde es trotzdem toll, dass die meisten irgendwie zu mir kommen. Naja, nicht die meisten, aber ein paar, die mir noch treu sind, die noch meine Zeichnungen noch mögen. Und dann macht ihn dann eine Haarbutte so über die Pupille. Dann mache ich das so mit Bleistift aus, weil ich... Oh, hab die Dings vergessen. Bei den Mangas sieht es auch anders aus als in echt. Also im Manga sieht es halt anders aus, als wenn ich das zeichne, wisst ihr, auf Papier. Und dann voll die übertriebene Wimpern, die ich so gern mache. Immer voll übertrieben. So, leichte Augenbrauen müssen jetzt nicht exakt gleich sein. Naja, doch, eigentlich normalerweise schon. So, was würde ich hier für eine Frisur geben? Eine Nase, ich mache irgendwie, seit neuestem mache ich so eine Nase, seit neuestem. Bäckchen. Und eine Frisur. Ich mache einfach meine Frisur. Das war's von meinem Video. Ja, also ich werde ein Intensivvideo machen, also wie ich das wirklich nochmal richtig gut mache. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt so geholfen und auch gefallen. Und ich werde auch nochmal, also auf jeden Fall so eine Zeichnung machen. Und wenn ich auch die Zeit dafür habe, auch mit anmalen, wie ich das auch mit anmalen mache. So, und ja. Das war's eigentlich schon so von mir und ich will auch nicht, dass das Video noch länger wird und unnötig länger wird. Das wollen wir ja alle nicht. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeichnet weiter und seid fleißig und ja, viel Spaß noch und bye bye.